Hey ho, meine Legionäre, und willkommen zu einem weiteren. Wir werten ein Ranglisten-Match aus von Conqueror's Blade. Und dieses Match hat leider keinen Ton. Kann ich euch aber auch sagen, warum, weil wir zu dem Zeitpunkt habe ich im TS gesessen und habe mit Motaus, der jetzt hier mit ich weiß keinen Namen unterwegs ist, gespielt. Und da auch ein paar Themen dabei gewesen sind, wo ich gesagt habe, okay, das kann man jetzt nicht unbedingt dann reinnehmen, habe ich gleich von Anfang an gesagt, okay, solange wir bloß zu zweit drinne sind und der Rest im Channel halt dann auch andere Themen bespricht, ist das Video halt gemutet. Von daher habt ihr jetzt leider keinen Ton, aber ihr bekommt dann natürlich Musik drunter gelegt. Und hier beginnt schon das Erste, wo ich dann schon das erste Mal anfange, an mir zu zweifeln. Das war ein Hit. Das war ein Hit. Man sieht nämlich auch ganz genau, dass ich wirklich getroffen habe. Und das ist zum Beispiel was, verstehe ich nicht. Ich habe für 6000 getroffen und die Dinger haben nicht mehr als 6000 Leben. Das heißt, da lief schon mal was nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Aber ihr habt, wenn ihr den Chat ein bisschen verfolgt habt, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass da jemand gleich am Anfang geschrieben hat, I trusted you und ähnliches. Weil, ich bin mal ganz ehrlich, hier hat jemand die Strategie vorgeschlagen, A und B direkt aufgeben und einfach nur Endpunkt verteidigen. Wenn du das allerdings machst, bist du 20 Minuten am Endpunkt beschäftigt. Das macht halt keinen Sinn. Das hier allerdings, was der Gegner macht, macht für mich auch keinen Sinn, weil das ist einfach unfair. Der kann halt, der rennt ja die ganze Zeit an den Wänden rum und kann dann einfach dann hier so hinten dann einfach hier wieder hochhüpfen und also er kann dann hier hochhüpfen, er kann hier irgendwas machen und ähnliches. Und ja, der eine halt wirklich auch die ganze Zeit immer wieder so, ja, hört auf A zu verteidigen, hört auf B zu verteidigen, einfach direkt hinten reinstellen. Ja, das ist schon richtig, dass man hinten den Endpunkt so gut wie nicht einnehmen kann, wenn die Leute gut stehen. Aber da gibt es auch noch andere Dinge, die das halt beeinflussen, dass man da doch reinkommt. Wie zum Beispiel, das seht ihr dann auch, Artillerie. Und das hier ist witzig, denn das ist ein Problem, was ich auch schon reportet habe. Man muss hier die Leiter durch Springen erreichen. Hier bin ich jetzt erstmal so ein bisschen wütend darauf und hack ein bisschen auf die Leiter ein. Die Leiter persönlich kann da nichts dafür und jetzt probiere ich es mit Springen. Und da klappt es dann. Ist allerdings natürlich auch wieder so, wo ich dann sage, es ist halt dämlich, wenn du so springen musst, um an der Leiter ranzukommen. Weil das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Die Berserker von mir werden hinterhergezogen. Ihr seht es jetzt, die kommen jetzt gerade eingelaufen. Und sobald sie näher dran sind, erstmal schön den AOE-Häcksler anhauen. Vielleicht nochmal häckseln. Chargen. Sich heilen. Gab es den ersten Tod von den Gegnern. Und ja, jetzt einfach wieder zurückgehen. Punkt B wird eingenommen. Man sieht's, ich schicke meine Truppen jetzt gerade dahin, aber brauche ich gar nicht. Weil wenn ihr auf die Minimap guckt, das realisiere ich auch gerade, die Minimap sagt an, jo, wir rennen da jetzt gerade mit 8 Leuten hin. Und dann fällt mir so ein, da hinten kommt der Matchzahlen. Meine armen kleinen Berserker haben sich gedacht, juhu, Fleisch! Das ist genau das, was ich meinte, wenn ihr versucht, euch in irgendeiner Form dann sowas aufzubauen, Arti, und das ist schon längst zu spät dafür, dann ihr schafft das nicht, die Arti aufzubauen. Es funktioniert nicht. Weil der Gegner ist schneller an euch dran im Normalfall, als ihr das aufbauen könnt.
Auch hier wieder, die B-Seite ist komplett nicht angetastet. Ich verstehe es nicht. Wenn man hier einen Turm ranschiebt und da einfach ein, zwei Leute immer wieder hier dann hier hochrennen, die Mauer runterspringen oder ähnliches, ihr könnt die Gegner damit so krass krank abnerven. Also, wenn ihr Angreifer seid und ihr den Verteidiger abnerven wollt, dann geht zum Teil auch mit ein, zwei Leuten über B drüber. Die kotzt das so richtig an. Und hier ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich bin hochgelaufen, habe direkt festgestellt, okay, nope, 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 nope. Keine Verbündeten mehr. Ich gucke nochmal hoch und denke mir dann so, okay, hat sich erledigt. Keine Lust da reinzurennen. Jetzt nutze ich natürlich das, dass ich den Pferdis hier in den Arsch schlagen kann. Hack noch ein bisschen drauf. Und jetzt machen mich da halt gleich, glaube ich, die Schildmeiden kaputt. Da haben wir uns. Auf jeden Fall werde ich geschildmeidet. Und bumm, bin ich tot. So. Jetzt ist A weg. Jetzt macht es auch Sinn, wenn die Gegner mit viel Aufwand A oder B am Anfang genommen haben, macht es Sinn, den zweiten Punkt fallen zu lassen oder zumindest leicht zu verteidigen und sich dann hinten einzuigeln. Weil man muss ja nicht direkt am Anfang den Gegnern zwei Punkte for free geben. Weil umso weniger Einheiten sie haben, wenn sie zum Endpunkt kommen, umso einfacher habt ihr es dann halt auch persönlich selbst. Weil wenn die Gegner da hinten mit voller Kraft dann reinbrettern können, dann kommen die dort mit 20 mal, mit 10 mal Varägern und 5 mal Schildmeiden reingerannt und dann, ja, hast du es eigentlich schon verloren. Weil kannst du nicht packen. Genau, und ihr seht jetzt, dass ich hier langsam überlege, was ich mitnehme. Da stehen eine lila Kartätsche mit. Ist zum Beispiel auch, wenn ihr Angreifer seid, lohnt es sich nicht, hier hinten reinzugehen. Es sei denn, ihr möchtet euch hier durchsneaken und dann hier irgendwo auf die Mauer stellen. Macht aber auch keinen Sinn, weil ihr von der anderen Seite eigentlich auch dann hochlaufen könnt. Weil ihr könnt von dem Versorgungspunkt da vorne hier auf die Mauer hochklettern. Das heißt, macht eigentlich auch keinen Sinn. Und ihr seht, da unten die Ecke ist reingestellt, verteidigt. Aber ihr müsst auch dann mal drauf aufpassen, was dann dort hinten mit der Ecke passiert. Weil die Gegner stehen schon hier. Gucken schon, da oben wird schon so ein bisschen Gegnerartige oder Gegnereinheiten schon ein bisschen aufgerieben. Und da kommen die Gegner angerannt. Hier ist zum Beispiel gerade der Kommentar gefallen. Hehehe, die haben gerade hinten unseren Spawnpunkt getrappt, was einfach auch keinen Sinn macht, weil wozu möchtest du unseren Spawnpunkt trappen? Der Trap, du hast da hinten kompletten Schutz vor Schaden. Und jetzt fängt nämlich gleich auch an, zum Beispiel, dass sich die Lärmbogenschützen auszahlen. Jetzt haben sie einen Tribock abbekommen. Hat natürlich nicht viel Schaden gemacht. Aber man sieht, dass meine Bogenschützen, dadurch, dass sie den High Ground haben, die schießen den gegnerischen Bogenschützen, weil die Bogenschützen unten nicht die oben sehen. Die schießen die halt ab. Und man muss sagen, wenn ihr die Schadenszahlen beobachtet hier drüben, die sind jetzt nicht gerade so 500 oder 600, sondern ist halt schon ordentlicher Schaden. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier ein bisschen vorspule, jetzt gerade würde man über mir hören, wie ein Hammer. Also im Originalen habe ich halt gesagt, okay, ich höre gerade, wie ein Hammer oben an meinen Langbogenschützen rumhämmert. Und was mir zu dem Zeitpunkt nicht auffällt, es geht dann nachher gleich los, dass dann hier die Einheiten immer mal wieder umfallen. Da schießt nämlich ein Mörser von hier im hohen Bogen hier rein. Mal gucken. Wie gesagt, das ist halt. Es klingt vielleicht komplett langweilig und gasig, aber ihr steht halt dann wirklich einfach nur hier minutenlang an der Kartätsche oder ähnliches und seid halt dann dabei, die eure Verbündeten in irgendeiner Form hier hinten in der Ecke zu schützen oder ähnliches. Und man sieht es auch hier, die Einheiten werden die ganze Zeit geheilt.
Hier kommen dann auch immer wieder Schüsse geflogen. Da kam der Schuss und so wie der hier drüben einschlägt, hier neben mir, fliegt auch hier gleich der nächste Schuss los. Achtung, gleich kommt der nächste Schuss so. Piu, da ist er gewesen. Und schießt halt hier die ganze Zeit rein. Da kannst du mit Einheiten stehen, so viel du willst. Selbst die Heiltanten heilen nicht so schnell. Vor allem werden die davon auch getroffen. Und leider Gottes hat der Gegnerbörse auch ziemlich viele, ja, hat ziemlich viel Munition. Der schießt auch sehr lange. Man sieht es hier, hat es wieder so eine Heiltante erwischt. Die hat direkt den Schuss ins Genick gekriegt und ist einfach so umgezwirbelt worden und hat gesagt so, ich bin tot. Nächster Treffer. Und es geht halt wirklich die ganze Zeit jetzt so. Seht ihr es ja hier, das geht noch ein bisschen hinten hin. Wir haben noch nicht mal die Hälfte, also wir haben gerade so die Hälfte der Zeit geschafft. So, und jetzt seht ihr, dass ich einfach mal nach oben gucke, mal gucke, wie es vorbei aussieht. Die hier drüben sind natürlich immer die, die halt dann ein bisschen Richtung unseren Spawnpunkt rennen wollen oder ähnliches. Macht halt auch keinen Sinn großartig. Und die Schilde, die hier an mir dran stehen, das sind, glaube ich, grüne Schilde. Also hier vor mir steht so ein grüner Schildwall. Die werden aber auch die ganze Zeit, wenn ihr das beobachtet, hier fliegt auch gelegentlich dann immer ein großer, dicker Pfeil rein. Und jetzt hat er mich gerade aufs Visier genommen hier mit der Mörser. Da kommt der nächste Schuss. Und bumm, bin ich getroffen. Ich glaube, ein Schuss oder so hält mein Dings noch aus. Jetzt ist es kaputt. Ihr seht, das sind hier diese, keine Ahnung, diese Domänenwache hier. Bergkämpfer der Domain oder wie sie heißen, kannst du halt auch ja von der Wertigkeit her in die Tonne drücken. Ich hole jetzt hier meine letzte Einheit und erfreue mich jetzt so meines Lebens. Hier ist immer das Problem, also für die Gegner ist es ein Problem. Wenn du von oben herunterkommst, und dich dann dazu entscheidest, nicht wieder hochzugehen, du gibst halt deinen gesamten Rücken frei, dass der Gegner sagen kann, jo, die häcksle ich jetzt kaputt. Und wer würde das nicht tun? Also, ich würde es immer tun. Hier denke ich mir gerade so, oh mein Gott, die schieben jetzt hier gerade letzter Push oder so auf den Endpunkt. Und ja, nö. Hier habe ich gesehen, da stehen ein paar Gegner. Und meine Piken kommen dann auch gleich. Die sind aber viel zu langsam, um von dem Treebok zum Beispiel getroffen zu werden. Und da kommen sie. Ich nehme die dann gleich mit hier vor. Und dann wird einmal in die Gegner zum Beispiel reingewalkt. Einfach, falls nochmal jemand um die Ecke rennt oder sowas, dann wird er einfach weggeborgt. Weil zum Beispiel die Pferde, die dort sind, wenn die hier reingegangen wären, die wären instant umgefallen. So, ihr habt es auch gesehen, ich bin jetzt in die Berserker reingerannt. Ich habe einen Pikenkämpfer verloren, also einen Kaiserpike verloren. Und sagt direkt dann, okay, ich ziehe mich jetzt wieder zurück. Weil für mich macht es jetzt keinen Sinn, bei 4 Minuten, die noch Zeit sind, anfangen mit rauspushen. Macht für mich halt absolut keinen Sinn. Ich kontrolliere immer noch, wie viele Einheiten die Gegner haben. Und wie gesagt, es macht dann keinen Sinn, schon so zeitig rauszupushen. Dann sieht man, dass ich eier jetzt halt so, das ist das Übliche. Ich eier dann jetzt hier ein bisschen rum, gucke mich ein bisschen um. Und ja, jetzt positioniere ich meine Truppen dann halt wieder da schön in der Ecke. Das Gute ist, ihr werdet dort nicht vom Treebok getroffen. Weil, wenn das jemand machen möchte, muss er halt erstmal dann wirklich hier oben stehen, wo ich jetzt stehe. Oder dann halt dementsprechend ein bisschen weiter hinten, um dann halt den Treebok anvisieren zu können. Wie gesagt, da passiert nicht viel. Also, die können da nicht viel machen.
Ihr seht es auch, hier wird schon wieder gesagt, so don't push, also ich habe es auch extra geschrieben, don't push, weil die Gegner, wenn die halt dann, wenn du einmal da bist, die zurückzudrängen, denkst du dir so, ja, da könnte man eigentlich mal reingehen. Macht man aber nicht, weil das ist halt einfach, es ist dann falsch. Auch hier, ich warte jetzt, dass die Gegner im ersten Ansturm erstmal so drinne stehen. Und jetzt, wo die da hinten kommen mit den Kaiserpiken, zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht, dass es Kaiserpiken sind, aber ich lasse gleich walken. Und zwar müsste ich jetzt irgendwie gleich walken. Jetzt kommt der Walk von mir. Und man sieht aber vorn, dass die Gegner, meine Einheit zum Teil umläuft. Also denke ich mir so, gut, mache ich nicht. Und ziehe sie wieder zurück. Ich muss ja nicht sinnlos dann die Einheit. Es ist halt das Gute, wenn man nicht alleine spielt. Man hat jemanden, mit dem man sich unterhalten kann. Und vor allen Dingen, man tiltet nicht so schnell dann dabei. Und hier zum Beispiel Motarus, der da mit einem anderen, mit dem Pferd hier reinrennt. Und das sind einfach 4 oder 5 Helden, die da instant gestorben sind. Das heißt, da kam der Pferde, der Rape Train reingerannt und gemacht, düt, düt, und die Gegner sind einfach alle so tot. Na, Katze, da gibst du mir recht. Guckt sie mich ganz verschlafen an. Ne? So, und jetzt, dass die jetzt bei 2 Minuten anfangen rauszupuschen. Das ist okay. Ich meine, die Gegner haben nicht mehr so viele Truppen. Ich meine, wir haben noch über 100 Truppen mehr. Und wie gesagt, ich mag halt trotzdem die Strategie, dass der eine gesagt hat, so, ja, lasst alles stehen und liegen und lasst direkt am Endpunkt verteidigen. Das hätten wir höchstwahrscheinlich, würde ich meinen, verloren. Weil du kannst, es ist für uns schwieriger, hinten raus zu pushen, um die Gegner-Waves zu clearen, als die Gegner zu uns hinten rein zu pushen, um uns raus zu bereinigen, sozusagen. Das ist halt etwas, das macht man einfach nicht. Jetzt wollte ich eigentlich hier tanzen, habe meinen Tanz aber rausgenommen, also wird wieder schön die Ghetto-Faust gezeigt, so. Yo. Und ja, ich stehe jetzt, glaube ich, die letzte Zeit einfach dann bloß noch hier rum. Ich sag mal, ich hätte mit rausreiten, reiten können oder rausrennen, aber dann ist für mich immer so, wenn jetzt alle Leute vorgehen, und das machen die ja auch richtig, da kommt zum Beispiel ein Hammer. Macht ja keinen Sinn, dass wir dann hier reingehen und uns einfach so, naja, für die anderen Spieler dann halt sozusagen dann offenlegen, dass sie halt wieder hier hinten reinrennen können. Und ich meine, das sind 2 Leute hier und ich bin fast tot. Und das ist halt was, wo ich dann sage, mach das nicht, das ist sau, sau gefährlich dann. Jetzt zu dem Zeitpunkt haben wir sowieso gewonnen. Also wie gesagt, ab 30 Sekunden ungefähr, in den normalen Matches, so schnell kannst du den Endpunkt nicht einnehmen. In einer Stadt brauchst du zum Beispiel, du brauchst 10 Sekunden, um den Punkt also zu cappen. Und dann brauchst du nochmal 1 Minute genau, um halt in irgendeiner Form zu gewinnen. So, das war halt ein schöner Victory. Ihr seht, ich bin jetzt hier das erste Mal aufgestiegen, bin jetzt von grün nichts auf Wettstreiter aufgestiegen, habe mich auch sehr gefreut darüber. Und ja, Einheitenstatistik, ich meine, man sieht's, die Pikeniere der Kaiserwache haben nur das gemacht, was sie halt sollten. Sie waren dann am Endpunkt und haben verteidigt. Und ich meine, in der Verteidigung geht es mir auch nicht darum, dass ich jetzt hier die mördermäßig vielen Kills habe, sondern mir geht es darum, dass ich verteidige und nicht sinnlos reinrennen. Also es ist immer der Unterschied zwischen Angriff und Verteidigung. Wobei ich sagen muss, wenn ich einen geistigen Aussetzer habe, renne ich bei beiden Sachen einfach wirklich einfach straight rein. Und man muss auch mal solche Momente haben. Ich meine, wenn es jetzt Rangliste ist, mache ich das eigentlich im Normalfall nie, aber ansonsten so, ja, kann man schon mal machen. Aber gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Ich hoffe, es war wieder ein wenig informativ. Ich persönlich hoffe, dass ihr auch weiterhin mich unterstützt mit Abonnieren. Also abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren, liken. Das hilft mir persönlich immer sehr. Vor allen Dingen, um dann auch dann zu wissen, was ihr persönlich mögt. Und bitte auch dann in Zukunft Kommentare
wie unter dem einen und dem einen Video hier, welche Einheiten sich lohnen, so diese Tierliste, die ich gemacht habe zu den Einheiten, wurde einfach so einfach nein. Ganz ehrlich, solche Kommentare lese ich mir durch und denke mir dann so, wenn du mir was sagen willst, sag's detailliert. Und wenn du einfach meinst, es ist zu viel falsch in deinen Augen, dann sag mir, wo ich falsch liege, weil es ist immer Unterschied, ob man sagt, die Einheit kannst du überall spielen, also auch in normalen Matches, weil das mache ich immer. Ich sage nicht mehr, das sind Einheiten, die musst du spielen in, wie heißt es hier, in Ranglisten-Matches oder ähnliches. Da ist ja wieder mal eine ganz andere Meta. Von daher sage ich einfach nur, welche Einheiten eigentlich overall gut sind. Und ja, müssen wir mal gucken. Ich persönlich hoffe weiterhin, dass es euch gefällt. Und ja, ich glaube, die nächsten Matches haben alle dann schon definitiv Ton, weil dann sind wir zu dritt und dann wird auch ein bisschen Blödsinn gelabert, aber das kriegt ihr dann schon mit. Da ist dann wieder ein bisschen Live-Commentary. Ich hoffe, dass es euch trotzdem was bringt, weil Live-Kommentar ist halt auch mit Zusammenspiel im Ranglistenspiel gar nicht so verkehrt. Dann, jo, haut rein, Leute, und immer schön gesund bleiben. Bis dann. Ciao, ciao.